Das russische Agentengesetz wurde in dieser Woche mit zweiter Lesung verabschiedet und es bleibt jetzt die dritte abschließende Lesung und das wird in der Woche von 14. bis 17. Mai erwartet. Frau Präsidentin wird ein Veto einlegen, aber der Premierminister hat schon angekündigt, dass dieses Veto sehr schnell überstimmt werden kann. Die Demonstrationen von jungen Menschen, aber nicht nur von jungen Menschen, sondern auch von deren Eltern und Großeltern geht weiter. Die Stimmung ist unglaublich und es sieht überhaupt nicht so aus, dass die Menschen müde werden, für die Freiheit Georgiens zu protestieren. Wie geht es weiter? Sehr wahrscheinlich wird dieses Gesetz verabschiedet. Die Rede von Oligarch Iwanischwili, der ist Ehrenvorsitzender des Georgian Dreams, georgischen Traum, der Regierungspartei. Er hat in seiner öffentlicher Rede angekündigt, dass dieses Gesetz verabschiedet wird und die globale Kriegspartei, das ist der Westen, versucht mit seiner Agentur, mit ausländischer Agentur, Revolution in Georgien zu organisieren. Und ausländische Agenturen sind die Nichtregierungsorganisationen, freie Medien, Experten und internationale Organisationen, die in Georgien tätig sind und gegen sie dieses Agentengesetz adressiert ist. In dieser Rede hat er auch angekündigt, nach den Wahlen, Parlamentswahlen im Oktober 2024, eine kollektive Bestrafung durchzuziehen, was bisher nicht stattgefunden hat. Und somit hat er auch offiziell die Diktatur nach den Wahlen annonciert. Das ist eine Ansage, das bedeutet ein offizieller Wechsel des außenpolitischen Kurses Georgiens und das geht jetzt Richtung Russland und nicht Richtung Europa. Und das ist der Grund, warum so viele Hunderttausende Menschen auf die Straße gehen und mit ehrlichen Protesten für ihre Freiheit und für ihre europäische Zukunft kämpfen. In den nächsten Wochen erwarten wir, die Zivilgesellschaft, die Bürger und Bürgerinnen Georgiens und freie Medien, Journalisten und sehr große Palette der georgischen Gesellschaft, dass die Protesten weitergehen. Es besteht trotzdem eine kleine Hoffnung, dass die Regierung zur Vernunft kommen kann und das Gesetz zurückruft. Aber es ist uns klar, dass es hier nicht nur um dieses Gesetz geht, sondern es geht darum, ob Georgien hinter dem eisernen Vorhang, hinter diesem dunklen Vorhang bleibt oder die Möglichkeit bekommt, sich weiter in die Europäische Union zu integrieren. Die Unterstützung der westlichen Partner und der Europäischen Union hat enorm große Bedeutung für die Bevölkerung und für die Menschen, die jetzt auf der Straße sind und permanent seit Wochen friedlich demonstrieren. Wir hören sehr klare Statements und Message von Bundestagsabgeordneten, von hochrangigen Beamten der Europäischen Union, von unseren Partnern aus den USA. Aber es gibt auch konkrete Instrumente, womit man den Oligarch Iwanischwili und seine Umgebung, die dieses Agentengesetz initiiert haben und um jeden Preis verabschieden möchten, zu treffen. Und das sind die Sanktionen. Der Europäische Parlament hat in seiner Resolution vor kurzem das aufgenommen. Iwanischwili und auch diejenigen, die für die brutale brutales Umgehen mit den Demonstranten zuständig waren, zu sanktionieren. Darüber hinaus wäre ganz wichtig, dass die Vertreter der Europäischen Union sehr präsent in Georgien wären. Zum Beispiel eine hochrangige EU-Delegation mit europäischen Außenminister wäre sehr wünschenswert, die der georgischen Bevölkerung die Zustimmung zeigen würde. Und wenn dieses Gesetz verabschiedet wird,
dann kann Georgiens europäischen Weg nicht fortgesetzt werden. Und das wäre ein großes Hindernis und das wäre ein Handel gegen eigene Bevölkerung und gegen den Willen der eigenen Bevölkerung.